Der Scrum Guide wurde aktualisiert. Was sich geändert hat, was jetzt besser, schöner, toller sein soll, das erfährst du in dieser Folge. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die am besten zu ihnen passt und somit am Ende auch bleibt. Und ich nehme heute auf, heute ist der 18. November 2020 und heute Abend wurde der neue Scrum Guide vorgestellt, oder besser gesagt die aktualisierte Version des Scrum Guides. Und ich möchte einfach ganz kurz erzählen, was hat sich denn tatsächlich geändert? Das Wichtige zuerst, der neue Scrum Guide ist ab sofort zum Runterladen vorhanden. Also man kann ihn ab sofort runterladen. Ich werde einen Link auch hier in die Shownotes mit reinpacken. Die deutsche Version wird gerade noch übersetzt. Also deutsche Version ist noch nicht da, kommt aber sicher bald. Ist immer auch so ein bisschen tricky, so ein paar Dinge zu übersetzen, dass sie auch im Deutschen dann genauso viel Sinn machen wie im Englischen. Deswegen, ich gehe immer gern eigentlich primär auf den englischen Scrum Guide, weil ich dann selber für mich interpretieren kann, was ich verstehen möchte. Aber wer Deutsch möchte, der muss noch ein bisschen warten, dauert noch einen Augenblick. Also ganz konkret haben sich sechs Bereiche haben sich geändert. Und zwar hat man am Thema Scrum-Rollen was geändert. Es gibt seit neuestem jetzt ein Produktziel. Es gab ein paar Ergänzungen bei den Artefakten. Das Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement wurde ein bisschen geschärft. Es gibt eine Änderung im Sprint Planning und es gibt eine Änderung beim Thema Product Increment. Also man darf natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass der ganze Scrum Guide komplett auf den Kopf gestellt worden ist und alles ist neu, alles ist schön. Es ist immer ein Inspect and Adapt, immer ein Anpassen im Endeffekt. Was man ganz klar sehen kann, und was sich auch so ein bisschen niederschlägt in den ganzen Scrum Guide ist, dass das Thema Scrum mittlerweile die reine Softwareentwicklung verlassen hat. Es gibt also sehr, sehr viele Teams weltweit, die nach Scrum arbeiten, aber eben nicht unbedingt Software entwickeln oder nicht nur oder ausschließlich Software entwickeln. Und deshalb wurde dort auch ein bisschen was verändert, auch hier. Und zwar, das eine Thema ist, ist für mich auch vielleicht auch so ein bisschen eine würdige Sache, dass das Thema Rollen ist eigentlich verschwunden. Man spricht ja nicht mehr von Rollen, man spricht von Accountabilities, also von Führungsverantwortungen. Das hat sich entsprechend geändert. Und das soll einfach nochmal ein bisschen schärfen, dass für was du tatsächlich verantwortlich bist in deiner jeweiligen, also immer bei dem Thema wieder Rolle, deswegen finde ich es ein bisschen komisch. Also steht das Thema Rolle in dem Sinne, steht so im Scrum Guide nicht mehr drin, sondern eben das Thema Accountabilities. Was sich auch geändert hat bei dem Thema Rollen, es gibt kein Development Team mehr. Das ist verschwunden. Das Development Team heißt ab sofort die Developer, also die Entwickler. Und das umfasst im Prinzip alle, die das Produkt entwickeln. Also es können, je nachdem in welchem Bereich ihr arbeitet, es können Hardware-Ingenieure sein, das können Elektroniker sein, das können tatsächlich irgendwelche Mechaniker sein, das können aber Softwareentwickler sein, Tester, was auch immer. Alle, die in irgendeiner Form an diesem Produkt mitentwickeln, werden ab sofort Developer genannt, Entwickler. Mag im Englischen wohl ganz gut funktionieren, im Deutschen habe ich so ein bisschen meine Probleme manchmal damit, wenn ich mir vorstelle, dass es eben auch durchaus Teams gibt, die man wahrscheinlich, wo Leute mitarbeiten, die man hierzulande vielleicht nicht unbedingt als Entwickler bezeichnen würde. Also vielleicht ein Business Analyst beispielsweise, der in einem Team mitarbeitet, in einem Scrum-Team mitarbeitet, wäre ab sofort laut Scrum quasi ein Entwickler, ein Developer. Was ich allerdings schön finde, ist, dass es diese Unterscheidung Development-Team und Scrum-Team nicht mehr gibt, sondern man spricht jetzt einfach nur noch von einem Team.
Es soll nochmal helfen, ihm die ganzen Hierarchien, die so häufig entstehen in Scrum-Teams, mit der Product Owner ist da weit oben und dem liefern wir irgendwie zu und so weiter und so fort. Sondern es soll wieder mehr in die Richtung gehen, dass alle zusammen ein Team, das Scrum-Team bilden. Also Scrum Master, Product Owner und Developer sind gemeinsam das Team, das Scrum-Team. Und was auch ganz wichtig ist, dieses Scrum-Team ist vollumfänglich verantwortlich für das Produkt. Also es gibt die Idee von Scrum in dem Fall ist, es gibt nicht nochmal irgendwie außen gelagert andere Bereiche, andere Abteilungen, die am Produkt irgendwie mitdiskutieren oder mit Einfluss drauf haben, sondern sämtliche Verantwortung liegt bei diesem Scrum-Team. Und wie gesagt, ich finde es gut, dass dort nur von einem Team gesprochen wird und diese Unterscheidung Dev-Team, Scrum-Team nicht mehr gibt, weil man damit eben auch die Hierarchien und Abhängigkeiten und auch diese Abstände im Team untereinander nochmal irgendwo damit wegballert. Was auch sich verändert hat, ist, der Scrum Master wird jetzt mittlerweile als True Leader, als wahrer Leader quasi bezeichnet. Und dieser Begriff Servant Leader ist rausgepurzelt. Also den Begriff fand ich schon immer ein bisschen komisch. Dieser dienende Führer, die dienende Führungskraft ist weg. Und auch nochmal verstärkt darauf hingewiesen, dass die primäre Aufgabe, also die primäre Accountability, Führungsverantwortung ist von einem Scrum Master, die Wirksamkeit des Teams zu verbessern, also die Effektivität des Teams steigern. Es ist die Hauptführungsverantwortung eines Scrum Masters, der jetzt ein True Leader, ein wahrer Leader ist. Also was eben da auch mit ein bisschen durchscheint, ist, dass auch nochmal klar gemacht wird, dass Scrum Master arbeitet eben nicht nur auf Teamebene, sondern eben auch über die Teamebene hinaus soll er eben auch in der Organisation mit unterstützen, dass das Thema Agilität vorangetrieben wird. War aus meiner Sicht schon immer so ein bisschen so oder wurde schon immer so gelebt in vielen Firmen, aber um das nochmal genauer rauszustellen, ist es auch im Scrum Guide noch einmal untergekommen. Das nächste Thema, was sich geändert hat, ist das Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement. Also man hat diesen Begriff Selbstorganisation eigentlich aus dem Scrum Guide rausgenommen und hat es jetzt ja besser definiert aus meiner Sicht, ja, indem man jetzt das Wort Self-Management, also selbst gemanagt irgendwie nutzt mittlerweile. Und die Idee ist beispielsweise, das Problem bei Selbstorganisation ist ja schon immer gewesen, im Prinzip gibt es in jedem System Selbstorganisation. Ja, wenn ich jetzt in den Supermarkt einkaufen gehe, ist es im Endeffekt ein selbstorganisiertes System. Ja, also es gibt ein paar Regeln, wie man sich wo anstellen muss, vielleicht in der Kasse, wo die Produkte liegen, dass man bezahlen muss. Aber in diesem Supermarkt selbst organisiert sich dieses System des Verkäufers und des Einkäufers, quasi organisiert sich vollständig selbst. Auch in völlig chaotischen Systemen gibt es Selbstorganisation, weil die Elemente sich da selbst organisieren beispielsweise. Und was man jetzt verschärft machen möchte, warum man den Begriff geschärft hat, ist, dass man eben jetzt mehr von Selbstmanagement spricht. Und zwar soll es nochmal klarer herausstellen, dass dieses Team für das Was, für das Wann und für das Wie verantwortlich sind. Und zwar für alle drei Dinge. Und das gilt auch für das gesamte Team, also für das gesamte Scrum-Team und eben nicht nur für, keine Ahnung, für irgendwelche anderen Bereiche. Ja, also Selbstorganisation hätte man vielleicht früher sagen können, das Team muss in diesem Rahmen arbeiten und sich selbst organisieren. Und Selbstmanagement ist eher so ein bisschen, dass das Team jetzt auch diesen Rahmen mitdefinieren darf. Es muss also nicht nur einfach akzeptieren, dass dieser Rahmen jetzt so ist und in diesem Rahmen muss ich mich jetzt irgendwie selbst organisieren, sondern es darf eben auch aktiv an der Gestaltung dieses Rahmens mitarbeiten. Und das soll einfach mit diesem Self-Management noch ein bisschen rausgearbeitet werden. Es gibt da eine schöne Authority-Matrix auch, die man sich mal anschauen kann. Da sieht man auch nochmal schön, was eigentlich Self-Managed bedeutet. Und ich finde es eigentlich ganz gut, weil das Self, die selbstorganisiert war bisher immer so ein bisschen schwammig. Für dieses Selbstmanagen, selbst in die Hand nehmen, macht es aus meiner Sicht ein bisschen klarer und mehr aktiv und weniger passiv. Der dritte Bereich, der sich geändert hat, der vor allem mir immer schon immer sehr, sehr am Herzen gelegen ist, es gibt ab sofort ein Product Goal, also ein Produktziel.
Also man könnte sagen, das Thema Produktvision, das ich ja bei mir explizit in meinem Passion-Modell auch drin habe, was ich schon sehr häufig vermisst habe, ist jetzt tatsächlich Teil von Scrum. Also bisher wurde es immer sehr stiefmütterlich behandelt, also es wurde nicht wirklich irgendwo aufgeführt, kam nirgendwo vor. Und jetzt ist es ab sofort Teil von Scrum. Ist so ein bisschen wie die Headline des Product Backlogs, ja, also wo wollen wir hin? Wofür soll das ganze Produkt eigentlich gut sein? Wem helfen wir damit? Dieses Thema ist jetzt ab sofort Teil von Scrum und finde ich persönlich total genial. Ja, weil jetzt haben wir genau definiertes Commitment damit auch drin und haben auch dieses Thema Impact-Driven Development. Also welchen Impact hat das eigentlich, was wir hier betreiben, finde ich extrem wichtig und hilft eben auch nachher wiederum bei der Sprintplanung auch nochmal zu definieren, welchen Impact hat eigentlich dieser Sprint, also inwiefern zahlt dieser Sprint eigentlich auf unser Produktziel ein, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das nächste, was sich geändert hat, im Sprint Planning hat sich ein bisschen was geändert und was dazu kam, war jetzt ein dritter Teil und zwar das Wofür. Also früher war ja hauptsächlich das, was wollen wir machen und wie wollen wir es machen. Und jetzt kommt nochmal ganz, ganz explizit mit rein, wozu ist das gut? Also wofür tun wir das? Welchen Mehrwert generiert dieser Sprint? Welchen Impact haben wir damit? Und daraus resultiert natürlich auch nochmal ganz klar ein Sprintziel, ganz logisch, ja, das ganz wichtig ist. Aber es soll einfach nochmal explizit im Sprint auch mitbesprochen worden werden. Nicht einfach so eine reine To-Do-Liste, wie man so oft hat, wo man zusammensitzt und einfach runterschreiben, welche To-Dos uns so gerade einfallen, sondern wirklich explizit danach fragt, schön, das haben wir uns jetzt vorgenommen, aber wozu ist das gut? Inwiefern zahlt das entsprechend ein? Also ein bisschen dieses Thema Collective Ownership, also gemeinsames Ownership ist jetzt sehr schwierig auf Deutsch zu übersetzen, ja, aber dieses gemeinsame Verantwortung, um dieses Ding immer zur Tür rauszukriegen im Endeffekt. Bei den Artefakten hat sich da was geändert. Also es war so das fünfte, was sich geändert hatte, das Thema Artefakte. Und zwar hat man jetzt quasi, in Scrum gibt es ja drei Artefakte, die fest vorgegeben sind. Das ist das Product Backlog, das Sprint Backlog und das Increment, also das, was hinten rauspustet nach dem Sprint. Die gab es ja schon immer. Und die gibt es natürlich auch immer noch. Aber was man jetzt gemacht hat im Scrum Guide, das war vorher auch nicht vorhanden, man hat ein Commitment dazu gebaut. Und zwar habe ich es ja eigentlich schon ein bisschen mit angerissen, zum Product Backlog gehört ab sofort ein Product Goal. Ja, inwiefern zahlen die Items vom Product Backlog in das Produktziel ein? Ja, das ist ganz, ganz damit gemacht. Beim Sprint Backlog ist nochmal ganz explizit jetzt das Sprintziel angegeben. Ja, also ich muss ganz explizit am Ende von einem Sprint auch ein Sprintziel haben. Haben wir ja oben gehört, das Wozu ist ganz, ganz wichtig. Und wird leider eben auch von relativ vielen Teams bisher immer ein bisschen ignoriert oder nicht gemacht. Jetzt ist es im Scrum Guide nochmal expliziter mit drin. Und beim dritten Artefakt, beim Increment, ist sozusagen das Commitment, die Definition of Done nochmal ganz explizit. Also nur Features, die die Definition of Done erfüllen, werden oder sind Teil vom Increment. Und andersherum, im Prinzip die es eben nicht erfüllen, sind nicht Teil vom Increment. Egal vielleicht, ob die schon irgendwie funktionieren, wenn die Definition auch dann dieses Features nicht erfüllt worden ist, dann ist es nicht Teil von dem Increment. Ja, also nochmal ganz explizit dieses Definition of Done, was auch bisher eher so schwammig drin war, nochmal ganz klar herausgestellt, warum das wichtig ist und warum das mit reingehört. Und last but not least, beim Thema Increment hat sich noch was verändert. Und zwar wurde es nochmal explizit rausgestellt, was vielleicht auch schon bei vielen Teams aktiv auch schon so gemacht wird, dass es mehr als ein Inkrement pro Sprint geben kann. Also klar, es muss mindestens eins geben, das ist das Ziel von einem Sprint, aber es darf mehr als ein Inkrement geben und, was auch ganz wichtig ist, das Sprint-Review muss eben nicht zwingendermaßen der Zeitpunkt sein, wo etwas live gestellt wird, also dem Kunden quasi der Wert geliefert wird, sondern es darf schon vorher geliefert werden. Na, da wird der eine oder andere drüber lächeln und lachen, weil wenn man bei Amazon guckt beispielsweise, die mehrere hundert Releases am Tag machen oder bei Holiday Check, mit denen ich früher gearbeitet habe, wo wir einmal am Tag ein Release gemacht haben, da haben wir schon immer so gemacht, aber jetzt ist es nochmal explizit auch im Scrum Guide hinterlegt worden, dass eben mehr als ein Increment pro Sprint auch möglich ist. Das sind also die sechs Dinge. Ich
finde es gut, dass man nochmal am Wording gearbeitet hat. Also sind für meiner Sicht nochmal richtig coole Sachen dabei. Der ganze Scrum Guide ist auch nochmal extrem geschrumpft. Also sind es nur noch 14 Seiten. Aber ich finde die Anpassungen im Großen und Ganzen gut. Manche Sachen sind oft auch schon so gelebt worden in vielen Scrum-Teams. Andere Dinge sind in vielen Teams bisher stiefmütterlich behandelt worden. Deswegen finde ich es gut, dass es nochmal explizit da drin steht. Und wenn du nach Scrum arbeitest und noch nie den Scrum Guide gelesen hast, dann solltest du jetzt auf jeden Fall mal auf die Scrum Guide Seite gehen und dir den aktuellen Scrum Guide mal anschauen. Ich denke, jeder Scrum Master, jeder Product Owner, jeder Developer, wie wir jetzt wissen, also jedes Teammitglied sollte mal den Scrum Guide gelesen haben, um zu wissen, was da eigentlich genau drin steht. Man muss doch klar sagen, Scrum Guide lässt viele Lücken offen. Er ist nicht komplett, dass er jede Praktik jetzt im Detail beschreibt. Das soll will er auch gar nicht, weil Scrum als Framework verstanden wird, als Rahmenwerk und nicht als komplett durchdefinierte Methode. Aber die 14 Seiten, das dauert nicht lange, das durchzulesen, die sollte man sich mal nehmen, die Zeit, und da mal reinschauen. Genau, so viel zum Update. Also wie gesagt, noch Zusammenfassung nochmal. An den Scrum-Rollen hat sich ein bisschen was getan. Es gibt ab sofort ein Produktziel. Die Artefakte wurden mit Commitments ergänzt. Das Thema Selbstorganisation wurde durch ein Selbstmanagement ersetzt. Die Sprintplanung gibt es am Ende jetzt auf ein Wozu definiert. Und wie gesagt, es kann mehrere Inkremente pro Sprint geben. Und man darf natürlich gerne vor dem Sprint-Review schon liefern. Für mich eigentlich so die meine persönlichen Favorites ist das zum einen das Produktziel, also die Produktvision im Endeffekt, die ich für extrem wichtig halte, die schon immer gefehlt hat aus meiner Sicht. Und das andere, was ich total genial finde und extrem wichtig, ist dieses Thema, es gibt kein Dev-Team und Scrum-Team mehr, sondern es gibt nur das Scrum-Team. Und da sind alle mit gemeint, alle auf der gleichen Hierarchieebene. Und das finde ich persönlich so für mich die wichtigsten und besten Veränderungen, die schon lange in den Scrum Guide gehört haben. So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Kurzes, knackiges Update über den Scrum Guide. Jetzt natürlich umso besser, den selber nochmal durchzulesen. Und weil man natürlich, wenn man den alten Scrum Guide nicht kennt, nicht sofort sieht, was sich verändert hat, ist immer ganz gut, wenn man mal so ein bisschen Zusammenfassung bekommen hat. Letztes Mal aktualisiert, glaube ich, 2017, schon wieder eine ganze Weile her. Und nach 3 Jahren gab es wieder ein Update. Und so muss man Scrum irgendwo auch hoch anrechnen. Wenn man sich beispielsweise das Agile Manifest anschaut, das seit 2001 unverändert geblieben ist, hat sich das Scrum Guide in den letzten 20 Jahren oder eigentlich 25 Jahren, ist ja jetzt 25 Jahre Jubiläum vom Scrum, wirklich mehrfach angefasst, verbessert, erweitert worden ist. Und man lebt dieses Inspect and Adapt wirklich, und das finde ich klasse. So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei was immer du auch tust. Wir haben ja noch wunderbar unseren Lockdown Light. Man merkt es gerade aktuell wieder an den Download-Zahlen. Viele von euch, ihr fahrt halt mit dem Auto zur Arbeit, pendelt und hört dann Podcasts. Das fällt jetzt weg, das merkt man extrem. Aber ich hoffe, dass diese Downloads natürlich nachher noch kommen und ihr fleißig die älteren Folgen euch noch alle anhört und den Podcast weiter bekannt macht. Würde mich tierisch freuen. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich von irgendwelchen Leuten angesprochen werde, die meinen Podcast hören. Hier nochmal einen lieben Gruß an alle raus, die da schon lange dabei sind oder erst neu dazugekommen sind. Und jetzt noch einen fantastischen Tag, einen fantastischen Abend, ein lecker Mittagessen, was auch immer du tust. Bis zum nächsten Mal, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.